Hey Leute, heute kommt mal meine Abschminkroutine. Ich zeige euch einfach mal so, welche Produkte ich benutze, in welcher Reihenfolge und wie ich mich abschminke. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Als erstes benutze ich den Make-up-Entferner von Yves Rocher. Der entfernt auch wasserfestes Make-up und den finde ich sehr gut. Ich benutze dafür immer ein Wattepad. Das mache ich immer vorher ein bisschen nass. Ich habe hier so einen Wasserbehälter, also nicht, dass ihr euch wundert. Riecht immer Wasser. Den mache ich erstmal nass, das Wattepad. Und dann tue ich immer ein paar Tropfen vom Make-up-Entferner auf das Wattepad. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr aussieht wie ein kleiner Panda-Bär. Wenn ihr das erreicht habt, kann sein, dass das Bild immer so ein bisschen hin und her schwimmt, also die Helligkeit, weil ich jetzt nur direkt vom Fenster filme und jetzt ohne irgendwelche großen Lichter. Deswegen kann es sein, dass es durch die Sonne immer mal so ein bisschen schwankt, falls ihr euch wundert. Damit habe ich erstmal schon mal den Großteil des Make-ups entfernt. Mein Wattepad sieht dann meistens so danach aus. Wenn ich das dann gemacht habe, feuchte ich mein Gesicht erstmal an mit Wasser. Das ist jetzt natürlich vorteilhafter, wenn man das im Bad macht. Und nicht gleich den kompletten Schreibtisch vollsaut oder ertränkt. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, nehme ich ja im Moment immer eine Gesichtsbürste. Momentan benutze ich die Luna Mini 2, müsste es glaube ich sein. Die habe ich selbst gekauft, also bevor ihr fragt. Ich mache euch dazu nochmal ein extra Video, wenn ich mir sicher bin, ob ich jetzt sie jetzt gut finde oder schlecht finde, weil ich sie momentan noch teste. Aber die benutze ich auf jeden Fall immer momentan zum Abschminken. Die tunke ich auch einmal in Wasser. Und dann benutze ich das Waschgel von Lancaster. Und zwar ist das hier die Comforting Milk. Heißt es zumindest, das ist eine Reinigungscreme. Nicht unbedingt für Mischhaut, sondern einfach generell für jeden Hauttypen. Ihr müsst da mal gucken, falls ihr die auch benutzen wollt. Es gibt auch extra für Mischhaut oder für Pickel, also für unreine Haut. Das könnt ihr dann gucken, je nachdem welches ihr benutzt. Ich benutze momentan das, obwohl ich da auch immer am Durchmischen bin. Und dann benutze ich meine Gesichtsbürste und verteile damit das Reinigungsgel einfach. Damit ich auch wirklich die letzten Reste noch von meinem Make-up entfernt bekomme. So, wenn ich dann jede Partie damit erstmal sauber gemacht habe und das die Reinigungscreme überall verteilt habe, tunke ich die nochmal in normales Wasser, damit die wieder sauber wird. Mehr braucht man nämlich dann schon nicht machen, um die sauber zu machen. Und das gleiche mache ich mal im Gesicht auch nochmal, damit ich die Reinigungscreme dann weg habe. Als nächstes benutze ich dann von Lancaster den Softening Perfection Toner, also das Gesichtswasser von Lancaster. Das ist jetzt auch für jeden Hauttypen, also nicht speziell jetzt unbedingt für Mischhaut, sondern für jeden Hauttypen geeignet. Damit entferne ich dann, falls noch irgendwelche Reste sind von Make-up, die kompletten Reste, damit meine Haut auch wirklich komplett gereinigt ist und nicht irgendwie die Poren noch verstopft sind oder so.
Meine Haut sieht mega rot jetzt aus. Ich habe im Moment auch leider ein paar mehr Pickel. Und war schon mal besser, aber geht auch wieder weg. So. Als letzten Schritt fürs Gesicht nutze ich jetzt die Feuchtigkeitscreme von Lancaster. Und zwar ist es die Skin Therapy Perfect Gesichtscreme. Ich muss sagen, die ist wirklich richtig gut. Bei den beiden Sachen, bei der Reinigungscreme und dem Gesichtswasser, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das vielleicht nochmal austausche, weil das zusammen doch alles recht teuer ist. Ich glaube, die könnte ich vielleicht mal noch so ein bisschen variieren und da vielleicht was anderes nehmen. Aber die Gesichtspflege, muss ich sagen, die ist richtig gut. Die ist aber auch richtig teuer. Aber da sieht die Haut einfach richtig schön gepflegt aus und auch super glatt. Also ich finde, die Gesichtscreme ist wie so ein Weichzeichner für die Haut. Bin ein totaler Fan von. Nein, ich mache jetzt keine Werbung für diese Creme, weil die wirklich sehr, sehr teuer ist. Aber ich finde, die ist auch ihren Preis echt wert. Kostet 54 Euro, was einfach mega viel ist. Aber die Haut sieht danach einfach immer richtig schön aus. Deswegen bin ich ein sehr großer Fan von dieser Creme, obwohl sie wirklich sehr teuer ist. Als letztes benutze ich dann noch eine Augenpflege. Und zwar benutze ich hier die von Balea. Belebende Augenpflege bei Schwellungen und Augenringen für frische Leuchtkraft. Ob das jetzt unbedingt so viel bringt, weiß ich nicht. Aber ich denke, so ein bisschen Feuchtigkeit kann bei den Augen nie schaden. Also da gibt es bestimmt auch noch welche, die vielleicht besser sind. Aber ich finde, bei meinem Alter kann ich auch ruhig noch so eine Augenpflege nehmen. Da passiert jetzt auch nicht viel. Ich wollte jetzt keine unbedingt teure Creme nehmen. Bei der Creme geht es mir eigentlich nur um die Feuchtigkeit, dass ich ein bisschen was habe und die Augen auch schon mal so ein bisschen vorbereite. Ja, das war's auch schon. Es kommt eigentlich nur noch ein Labello, den ich immer drauf tue. Und das war's dann auch. Schon bin ich abgeschminkt. Ich mache dann immer noch kurz, bevor ich ins Bett gehe, tue ich mir auf die Stellen, die immer besonders trocken sind, eine Bepanthen-Creme. Hier ist die vom BB. Ich weiß, sie ist sehr süß mit dem Hello Kitty-Muster. Ja, ich weiß, ich bin schon älter, aber das ist egal. Man kann trotzdem noch Hello Kitty nehmen. Die trage ich dann immer noch kurz vorm Schlafengehen hier immer auf die Nase auf, weil das immer besonders trocken ist. Hier im Kinnbereich und hier an den Augenbrauen. Manchmal hier auch so ein bisschen an den Schläfen, weil das immer so die Stellen sind, die, finde ich, bei mir zumindest besonders trocken sind. Und deswegen benutze ich da dann abends immer noch mal so eine Creme. Und das sind eigentlich alle Produkte, die ich benutze. Meine Haut sieht jetzt immer so ein bisschen rot aus. Das geht nach einer Zeit immer wieder weg. Auch wenn man das vielleicht jetzt gerade nicht meint, aber immer nach der Reinigung sieht sie besonders hier einfach so ein bisschen rot aus. Und in der Kamera, muss ich sagen, sieht sie deutlich röter aus, als sie jetzt hier im Licht aussieht. Falls es vielleicht so rüberkommen sollte, dass das Video vielleicht von Lancaster gesponsert sein sollte, weil ich nur Lancaster Produkte benutze, das ist nicht der Fall. Die muss ich leider doch alle von meinem eigenen Geld bezahlen. Nein, Spaß. Also die Produkte habe ich alle selbst gekauft und wie gesagt, ich werde weder bezahlt oder habe die Sachen zugeschickt bekommen. Nur falls es vielleicht, es könnte ja irgendwie so ein bisschen so rüberkommen, weil ich jetzt nur Lancaster Produkte benutze. Aber ich hatte vorher mal Clearasil benutzt. Da habe ich sehr viel Pickel von bekommen. Danach hatte ich Vichy. Damit bin ich auch ganz gut zurechtgekommen. Aber meine Haut ist nicht wirklich besser geworden. Gut, momentan habe ich jetzt auch wieder hier einige Pickel. Aber im Großen und Ganzen komme ich im Moment am besten mit Lancaster aus. Deswegen sind auch meine ganzen Produkte von Lancaster. Obwohl ich überlege, wenn die jetzt leer ist, ob ich dann vielleicht mal ein anderes Waschgel noch ausprobiere, was ein bisschen günstiger ist, damit ich mir die Creme leisten kann. Also die bin ich ein absoluter Fan von, weil die Haut danach mega aussieht. Und bei dem könnte es vielleicht sein, dass man die auch austauschen kann. Aber im Moment komme ich halt damit einfach am besten zurecht. Deswegen sind das im Moment die Produkte, die ich benutze. Hin und wieder immer mal eine Maske. Da benutze ich auch sehr gerne die von Lancaster, die grüne Maske. Da die aber auch etwas teurer ist und so gut wie leer, habe ich jetzt die von Nivea mir die geholt, die One Minute Erm Detox Maske. Die finde ich auch ganz gut. Die ist auch grün und ich habe das Gefühl, dass es einigermaßen das gleiche Ergebnis ist. Das mache ich immer mal wieder so eine Maske. Ich schreibe euch alle Produkte nochmal unten in die Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder mir ein Abo dalassen.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr irgendein anderes Video gerne mal sehen wollt, schreibt mir das auch mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!